Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. Wir haben beim letzten Mal hier bei diesem Dschungelbiom-Stopp gemacht. Ich sag schon Dschungelbiom, das ist Mangroven-Swamp. Swamp, genau, Swamp. Mangroven-Swamp. Und, Alter, was sind denn hier für Fische? Hallo. Wir waren oder sind immer noch auf der Heimreise, Schrägstrich, wenn ich ein großes Loch finde, gehe ich rein und gucke nach, ob das Gulk ist, Reise. Und die würde ich ganz gerne weiter fortsetzen, denn ich wollte nämlich, wenn ich mich noch richtig entsinne, beim letzten Mal, das ist jetzt schon ein paar Tage her, hier mal gucken, ob es, die Performance hier ist irgendwie ein bisschen komisch, weil hier leckt es irgendwie manchmal ein bisschen. Und nicht so schlimm. Und zwar, ob es hier irgendwo ein Loch gibt. Denn eventuell hängt das irgendwie so zusammen, dass vielleicht Skulk-Biome irgendwie auch unter Sumpf-Biomen generieren könnten. Weil das so von der Essenz her ungefähr das gleiche ist. Vielleicht? Weiß es nicht. Auf jeden Fall. Uff. Schon ziemlich riesig das Biom, muss ich ja sagen. Bin für einiges hier am Start. Einiges am Start. Ja, ich hatte mal überlegt, ob ich tatsächlich mir doch mal ein Texture Pack zulege. Und da hatte ich schon einen Kandidaten im Blick. Und zwar einen, der die ganzen bereits vorhandenen Texturen so ein bisschen, ich sag mal, wow, der die Texturen so ein bisschen schärfer darstellt, also die Normaltexturen so ein bisschen erschärft einfach nur. Und da bin ich auf ein Texturenpaket gestoßen, was ich auch schon. Oh, hier ist so ein Dripstone Cave. Was ich auch schon aus früheren Zeiten kenne. Und zwar das wunderschöne Faithful. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich benutzen werde. Da könnt ihr mir vielleicht mal Input geben. Vielleicht gebe ich mir bis dahin schon selber mal Input. Und habe damit schon ein paar Folgen vielleicht aufgenommen, gespielt. Aber boah, man kann ja richtig scheiße drauf laufen, fällt mir gerade auf. Da werde ich mal so ein bisschen selbstständig mal rumexperimentieren noch. Ich habe ja hier jetzt gerade, das kann ich vielleicht mal zeigen, als Ressourcenpaket das 64er und das 32er Faithful. Aber das 64er... Das schränkt mir zu sehr die Performance ein. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich probiere das hier mal ein bisschen aus. Und ihr seht halt, es sieht nicht anders aus. Es ist halt alles nur ein bisschen, ein kleines bisschen erschärft, sage ich mal. Was mir zum Beispiel beim 64er gar nicht gefällt. Kann ich das jetzt auch nochmal zeigen? Ist nämlich die Tatsache, dass das 64er mir irgendwie so ein bisschen die Texturen zu sehr reinschiebt, wie man jetzt zum Beispiel meine Spitzhacken erkennt und beim Schwert. Und ich finde sowieso, das 32er reicht, wenn dann überhaupt, vollkommen aus. Und lässt halt nicht so den, ich sag mal, diesen Standard-Charme von Minecraft gehen, sodass ich jetzt irgendwie sag, ich mache ein paar Texturenpaket rein, was komplett die Standard-Texturen halt verändert. Weil dann wäre es irgendwie nicht mehr so das Minecraft, was ich halt so mag. Ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie so in diese, ich habe eine Zeit lang immer mit so Texturenpaketen gespielt, aber
Ich weiß nicht, in das also die Standardtexturen, die sind irgendwie einfach am Ende geblieben. Ich weiß nicht. Und ich finde, so geht das eigentlich. Könnt mir mal sagen, ob ihr lieber das hier haben wollt, oder ob ihr Default haben wollt, oder ob ihr was ganz anderes haben wollt. Ich kann hier mal ein bisschen rumprobieren. Allerdings sollten die Texturenpakete nicht über 64x64 gehen, da sich dann doch so ein bisschen der Performance-Knick schon bemerkbar macht. Mit dem Shader zusammen und so weiter. Ich habe zwar einen ziemlich starken Rechner, der das auch aushält, bis zu einem gewissen Grad, aber jetzt auch keine absolute Killermaschine. Aber ihr seht auch hier schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt hier an diesem. Sehr clever. Was für. Ich dachte gerade schon. Und zwar, es liegt teilweise eben auch daran, dass. Ja gut, das jetzt hier generiert, und ich glaube generell so ein bisschen an diesem Biom selber, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier die ganze Zeit irgendwie auch Sachen kaputt gehen und zerspringen. Das hat echt so ein bisschen. Dieses Biom hat so ein bisschen Modpack-Flair, sag ich mal. Und irgendwie ist das hier alles ein bisschen. Das ist so damals wie bei der 1. in der 1.2.5. Ja, da habe ich damals auch schon gespielt. Als die Dschungelbiome dazu kamen. Da war für viele Rechner irgendwie Feierabend. Sobald man in so ein Dschungelbiom kam, hast du da erstmal gestanden und bist mit 3 FPS da durchgelaufen. Vor allem mein ganz alter Rechner. Dem hat das gar nicht gefallen. Also 2 Generationen zurück, das ist unmöglich. Unmöglich, das da drauf zu spielen. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch die längste Zeit immer nur in 1.0 und Modpacks irgendwie geblieben, weil die Dschungelbiome haben halt meinen PC komplett gekillt. Und so ein kleines bisschen passiert das jetzt hier auch, wenn ich halt mit den Texturen, der Texturenresolution zu hoch gehe. Jetzt mit dem hier, wie gesagt, funktioniert es eigentlich ganz gut. Noch. Und ich würde das wahrscheinlich auch wirklich erstmal ein bisschen drin lassen. Außer ich sag jetzt wieder, ach nö, gefällt mir doch nicht, ich mach's wieder raus. Jetzt ja gar keine Höhle gefunden, leider. Soll ich mal mich wagen, hier irgendwo nochmal runterzugraben? Einfach nochmal, um zu gucken. Da hinten ist jetzt noch Strand. Wo sind wir gerade? Bei Minus. Aber wir gehen jetzt hier in Richtung Minus, okay. Das hier sollte aber auch alles noch zu Neubiom gehören. Aber schade, dass wir hier keine großen Löcher finden. Kann ich eigentlich ein Bed of Mud aufstellen? Stimmt, oder? Ja, das geht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sind die Frösche texturiert? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Aber es sollte eigentlich alles texturiert sein, weil das hier ist die 1.19-Version. Das meiste sollten wir auf jeden Fall dabei haben. Hallo, Kohle. Schön, dass wir uns sehen. Aber ich muss. Was ist das? Ein Deadbush, ja, Deadbush. Ein Todbush. Wow, was ist denn das? Hallo? Alter. Hä? Das sind einfach schwebende Berge hier. Die schweben einfach. Was ist denn das für ein Biom? Schwebende Berge? Gibt es sowas? Sollte ich versuchen, ein Portal aus Glowstone zu bauen? Und das mit Wasser anzünden? Moment. Ist auch noch so Magma-Blöcke. Okay.
Das ist eine sehr interessante Generation hier. Jetzt hier irgendwo noch sonderbar weiter. Das ist aber nur Stein. Wie tief sind wir? 35. Nicht sehr tief. Nicht tief genug. Von wo kam ich jetzt, ist die Frage. Hier irgendwo, ne? Ja, hier irgendwo. Genau, da. Alter, what the fuck? So ein fetter Berg, der einfach nur schwebt. Nur, dass Minecraft keine Naturgesetze hat. Heilige Scheiße. Und da ist so viel Kohle oben in den Wänden. Ich weiß, was man sehen kann hier. So, hier haben wir Dschungel. Direkt. Leider kein sehr großer Dschungel. Sind das hier Dschungel Plains? Sparse Jungle. Okay. Kenne ich auch nicht das Biom. Die Frage ist, hat dieses Biom ein Loch? Ich sehe leider kein Loch. Kann sich doch bestimmt irgendwo reinfuchsen, oder nicht? In diese Schwebeberge. Sieht leider schlecht aus. Da ist eine Öffnung. Aber ich glaube, hier wird es auch nicht weit gehen. Hallo? Ja, so viel dazu. Hat sich da richtig gelohnt. So. Wie sieht es hier drüben aus? Hier waren wir schon. Ein Guckloch. Hä? Nicht springen, Freund. Nicht springen. Klar? Warum? Okay, er ist zurückgegangen, glaube ich. Gut, gut, gut. Weh, du fliegst hier mir gleich um die Ohren, Kumpel. Hm, habe ich eine Karotte mit mir da? Nein. Spaß. So, ich guck mal da drüben nochmal. Hier ist auf jeden Fall wieder das Sumpfzeug. Okay. Warum auch immer das da liegt. Hier ist irgendwas geschehen. Ich weiß aber nicht was. Irgendwas ist dort passiert. Werden wir es jemals erfahren? Ich weiß es nicht. So, komm, hier irgendwo bei diesen Bergen muss doch irgendwas sein. Irgendwo ein Eingang. Hier noch mehr Schwebeberge. Heilige. Ne, hier haben wir auch nichts. Da ist ein Durchgang. Alter, wie geil ist das hier bitte? Warum haben wir nicht hier gebaut? Was ist das da hinten? Ich glaube, da hinten. Ist das Wüste? Ist das die Wüste? Wie war das nochmal mit Richtung nach Hause? Ich habe es irgendwie vergessen. Ich will nur wissen, ob da hinten Wüste ist. Ob wir da vielleicht eine Pyramide finden. Mit Glück. Weil. Vielleicht. Goldappel und so. Lochlein finde ich hier aber nicht. Kann es sein, dass dieses Lied hier, was gerade läuft, in der falschen Playlist ist? Das gehört eigentlich nicht in die hier, die gerade läuft. Das müsste ich mal nachbessern beim nächsten Mal. Das ist eigentlich Höhlen-Playlist. Ich weiß nicht, was das hier in dieser Playlist zu suchen hat. Hier ist wieder ein riesiger Birkenwald. Wieso sieht das so... Ich weiß nicht, so... Das sieht irgendwie komisch aus. Aber ich glaube, hier ist...
Nee, so ein komisches Ding. Sehe ich leider nicht. Hier war doch irgendwo noch ein kleines Loch. Wo war das denn? War das das hier? Ja. Hallo, Freund. Gib mir dein Gunpowder. Sehr gut, jetzt haben wir zwei Stacks voll. Ja, hier scheint es aber runter zu gehen, aber ich glaube, hier geht es auch gleich nicht mehr weiter. Oh, jetzt ist die Katze wieder am Machen. Ich bin doch, gerade erst angefangen. Katze! Warum tust du das? So, wie viel Kohle habe ich? 29, dann mache ich das eben noch voll. 48. 55, 59, voll. Sehr schön. So, lass mich hier raus. Gut, dann schwimme ich erstmal wieder zurück. Und guck mal, ob ich hier im Wasser noch irgendwo eine... Oh. Hallo. Wow. Na, guck mal an, hier ist doch ein Loch. Ein Loch, so wie wir es gerne haben. Ein schönes Loch. Ja, bloß sollen wir nochmal sicher gehen, dass hier keine Creeper runterfallen. Oh, ich lug hier nur mal rein. Noch ein bisschen Platz für Eisen. Das Eisenerz ist hier sehr undeutlich. Oder undeutlicher zumindest. Aber ich sehe hier noch keine eindeutige tiefer gehende Höhle. Hier ist auch schon wieder Fini. Auf Ebene 12 ist das hier. Aber ich glaube, viel mehr gibt es hier auch erstmal nicht zu sehen. Gold habe ich hier gerade keinen Platz mehr. Aber warum eigentlich? Thorns 3 Buch. Ich meine, ja, okay, gut. Jetzt nicht so tragisch. Da geht es noch ein bisschen runter. Aua. Ist das die alte Gravel-Textur, nur neu? Hat so ein bisschen Alt-Flair. Nö, hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Zeitverschwendung. Leider. Was haben wir hier? Vielleicht doch nicht so viel Zeitverschwendung? Oh ja, da geht's wohin. Da können wir nochmal gucken. Hier ist Schlucht. Schluchtähnliches. Aber da geht es schon mal Richtung Lush Cave auf Ebene 13. Hier ist Deep Slate. So, und hier geht es auch noch. Da geht es noch weiter runter. Das heißt, da müssen wir auch weiter. Ja, weg mit dem Knochenzeug. Erstmal, ich guck nochmal eben hier ein bisschen durch, wo es hier noch so lang geht. Aber hier scheint es nicht sehr interessant zu sein. Da oben auch nicht. Ah, diese Creeper wieder. Bringt's mir eh kein Loot mehr, ich bin voll. So, da noch. Ach, du große Güte.
Ja genau, schieß mal drauf. Nee, schieß dann nicht. Warum ist denn der schon explodiert eigentlich? Okay. Ich begebe mich mal nochmal nach hier unten. Okay, so sieht Deep Slate aus. Interessant. Schick. Ja, ich glaube, hier haben wir ein bisschen was zu erkunden. Das Ganze hier befindet sich auch über einem... Ne, das hier ist jetzt gerade eine Beach. Normalerweise sollte das Dschungel sein. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns das hier nochmal ein bisschen genauer an. Ich habe hier nämlich, glaube ich, so einen kleinen Riecher entwickelt, dass hier vielleicht was sein kann. Das Blöde ist halt, wir sind komplett voll. Ich habe keinen Platz für nix. Also, so gut wie nix mehr. Und eigentlich müsste ich nach Hause. Aber ihr kennt mich. Ich bin zu pingelig, um zu sagen, ich gebe jetzt auf, gehe nach Hause und lass eventuell hier Skulk liegen. Es kann sein, dass ich wahrscheinlich sowieso erstmal nach Hause gehe, bevor ich das Skulk finde, weil ich brauche Inventarplatz, wenn wir das Zeug mitnehmen wollen. Und es geht hauptsächlich auch überhaupt erstmal darum, dass ich das in mein schönes Buch schreiben kann, wo wir dieses Skulk-Höhle gefunden haben. Deswegen, so oder so, ist es gar nicht schlecht, wenn wir die erstmal finden. Und dann können wir sie, wie gesagt, jederzeit auch wieder looten gehen. Also, dann würde ich mal sagen, wir gucken beim nächsten Mal hier rein. Und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao.